Und wenn man mich fragt, wie war's? Dann sage ich, nichts. Und wenn Sie drängen, erzähl doch, dann denke ich, worüber? Wäre ich Malerin, nur zum Beispiel, wäre es einfacher, Frage, könnte ich sagen, früher, viel zu lange, waren die Körper wichtig. Eine Weile angemessen, dann ersetzbar, schließlich beliebig. Körper manchmal nackt, manchmal nicht, in wahnwitzig vergrößerter Genauigkeit mit ihren Verletzungen. Narben, Nähten, geröteten Öffnungen, Körper. In der Schattierung von verdorbenem Lachs. Dabei die Substanz wie Schweinefleisch, Schwarte, Fettknospen, jede Phase deutlich sichtbar. Betonung auf der unausweichlichen Verwesung. Lange Zeit in Mode. Wird immer noch gern genommen. Der Mensch ins Monströse. Gewendet, zeigt seine Armseligkeit auf, dass ihm Trost gespendet werde. Bei einer meiner Phasen. Dann dachte ich, wo jeder Arzt dem Maler überlegen ist an Genauigkeit der Anamnese und Anatomie, kann ich allenfalls Zerbrochenes malen, Abgefetztes, Verstümmeltes. Ja, das tat ich als Nächstes. Ist lange her. Schnell weiter. Einfach weiter. Die Fehler sind schon bezahlt. Die Wunde der Scham in meinem Herzen klein. Rund, unendlich sichtbar, wie das mal einer auf der Haut ausgedrückten Zigarette. Das muss genügen als Erinnerung. Und auf ein neues, eine Rolle schaffen, statt von sich selbst zu sprechen. Im Grunde, Bankrotterklärung. Doppelte. Sich verstecken mit Worten hinter Farben, als wäre es einfacher, wäre ich Malerin. Frage und auf ein neues nicht aufgeben. Und auf ein neues sich nicht fragen. Sich nicht fragen lassen. Weitermal. Oder dieses Verlangen nach Schönheit. Das gibt doch keiner zu. Was wirklich schön ist, der Geruch eines Freundes zum Beispiel mit seinem ganz spezifischen Achselschweiß. Und sofort stellt sich wieder die Frage, wie das jetzt mal? Oder ein Quadratmeter Straßenpflaster. Pfirsichkern, halber Abdruck eines Schuhs, Farbspritze, Glas, Scherbe, Benzinfleck, Zweig mit drei Blättern und jetzt, ohne Rahmen an die Wand gehängt, schon ist es Kunst. Mehr, das ist Schönheit! Nur mal ein bisschen den Blickwinkel verändern.
bevor ich nach K. gekommen war. Hatte auch ein paar Sachen versucht, ist aber nichts Richtiges geworden. Es sind mir nur Oberflächen gelungen. Viele hübsche Oberflächen. Das dahinter, das darunter, das konnte ich nicht. Ich dachte, ich würde es kennen, aber ich kannte es nicht. Aber ich war fest entschlossen, es weiter zu... Und danach. Da. Wissen Sie, dieser Maler, den ich am meisten bewundere, von dem hat einer mal gesagt, he was making an environment where your whole spirit becomes isolated. Das ist es. Und dann, you just have to deal with it. He helped you deal with yourself. Zu provozieren bedeutet mir nichts. Aber wo bleibt der Schmerz und das Glück? Wissen Sie, dieser Maler, den ich am meisten bewundere, von dem hat einer mal gesagt, he was making an environment where your whole spirit becomes isolated. Das ist es aber gar nicht. Das ist als Ziel total falsch. Das Gegenteil ist richtig, versucht werden muss. Where your whole spirit connects to everything. Wenn das nicht wieder so kunstpopulistisch klingen würde. Und wie jemals. Also doch. Resignation. Frage. Und das Glück? Davon war ich überzeugt, weil jedes Ding kriegt gleich so eine wahnsinnige Bedeutung. Wenn du eine Weile nur Haselnusssträucher malst, dann heißt es, aha, Rückkehr der Natur, als ob der Gegenstand wirklich wichtig wäre. Ist er natürlich schon, aber nicht an sich. Cézanne brauchte seine Äpfel und Birne ja nicht, weil er Obstmaler war, sondern weil er die Räumlichkeit von einem Tisch mit Zeug drauf erforschen wollte, durch Farbe. Und dann war es halt draußen, das Licht, wie es die Umgebung verändert. Jahrzehntelang derselbe Berg. Und eben derselbe und nicht der gleiche. Haha. Und jetzt zum Angenehmen. Der Umweg. Eine Hassfrage. Die lautet, warum gibt es so wenig tolle Malerinnen? Kann ich nicht erklären, hat mich ehrlich auch nie interessiert. Auf alle Fälle scheint es so wenig tolle Malerinnen zu geben, dass man extra Kataloge für sie machen muss. Und die heißen dann Women in Art und kriegen eine eigene Ausstellung. Darin gibt es immer mindestens einmal Georgia O'Keeffe. Und zwar unter Garantie eine Petunienblüte und nicht mit den gleichen Tierschäden in der Wüste. Warum? Es geht um das Wohlfühlen. Hier Petunien, da Totenschädel mit Hörnern dran. Was empfinden die Leute beim Betrachten der Petunie, das angenehmer ist als das, was sie beim Anblick des Totenschädels spüren? Ist mir ein Rätsel. Für mich ist die Petunie tausendmal unangenehmer als der Tierschädel. Warum? Die Petunie ist zu schön, zu perfekt. Das heißt, das ganze Bild lügt dich an. Es lügt dich so sehr an, dass ich schreiend weglaufen könnte. Das ganze Bild lächelt dir so falsch im Gesicht. Sieh, wie weich und leicht das Leben ist.
aufgeladen, ich könnte kotzen. Aber die Leute mögen das. Schon gut, das ist bekannt in Klammern Damien Hirst. Was mich interessiert, ist daraus ein Farbbild machen. Fläche, 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 nichts Konkretes, alles Erkennbare verschwindet. Hirschkadaver rot, Ameisen gelb, die Knochen grau. Das Ganze nenne ich dann Nummer 19. Der Galerist kann hinzufügen, rot, gelb, grau. Dass das 100.000 Ameisen sind, die gerade einen toten Hirsch abnagen, das errät später kein Mensch mehr. Aber wer davor steht, wird das gleiche Gefühl empfinden beim Betrachten dieses Bildes wie beim Betrachten des realen Vorgangs. Das ist es, worauf es ankommt, so, so, so malen zu können. Das ist es, was ich erreichen will. Das ist das Ziel. Die Unruhe, das Kitzeln, die Wellen von Stichen und Bissen, die Säure, das löchrig werdende Fleisch, Übelkeit, Gestank, Betäubung, Haut, Torf, kleine Eier. Am Ende saubere Knochen. Eine lebendige Bestattung. Veranschaulichter Lebenskreislauf. Irgendwann sprießt in eine Ecke Gras. Erleichterung, Reinheit, Auferstehung, Erlösung. Und das Ganze in einem großen Bild. Rot, gelb, grau. Das ist Kunst! Wie überheblich das war. Oder nur unerreichbar. Und der Schmerz. Und wenn es das letzte Gemälde wäre, was ich malte. Und wenn es das letzte wäre, was ich zu sagen hätte. Zu provozieren bedeutet mir nichts. Der Schmerz. Der Schmerz muss da sein. Immer präsent. Und das Glück. Ja. Also, das war alles, bevor ich nach K kam. Ich meine, ich war darauf vorbereitet, aber dann doch nicht. Und danach, also da wusste ich nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie das gehen soll, alles mit der Malerei. Was kann man malen, was nicht, wie? Alles wieder offen, alles wieder verschlossen. Ich kann die Bilder nicht vergessen. Verstehen Sie? Bilder. Keine Farben, keine Flächen, nichts Abstraktes. Konkrete Szenen. Concrete Scenes. Und dann diese wahnsinnige, tonnenschwere Erschöpfung, den Körper niederwerfen, kaum dass er sich morgens auf den Bettrand gesetzt hat. You're stuck once you've been there.
Und wann kommst du raus? Fragt man dich. Nicht, wann fährst du zurück dahin, woher du gekommen bist, nein. Wann kommst du raus? Ich weiß nicht. Sollte es sein, dass ich nie rausgekommen bin? In einer Nacht in K. geträumt, dass ich mir den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger der rechten Hand abgehackt habe, nacheinander mit einem kleinen, scharfen Beilchen. Es passierte einfach so. Die Finger wurden sauber vernäht, ein Hautlappen jeweils über die Stumpen gelegt. Es tat nicht weh, aber es war ein sehr seltsames Gefühl, nur noch zwei Finger übrig zu haben. Oder drei, die drei wichtigsten, die drei Greiffinger nicht mehr zu haben. Das ist fast, als ob die ganze Hand fehlt. Heißt das, ich kann nicht mehr malen? Heißt das, ich kann nicht mehr malen? Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Die Welt dreht sich so schnell, das heißt, die Erde dreht sich so schnell und die Welt dreht sich mit, sagte der Mann, der aus dem Krieg kam und jetzt im Rollstuhl sitzt. Wenn man mich fragt, ob ich was verändern will, früher, wenn man mich gefragt hat, ob ich etwas verändern will mit der Malerei, habe ich gesagt, ja, denke schon. Und wenn es nur einer ist, ein einziger Betrachter, bei dem irgendwann... Zum Beispiel habe ich gesagt, für das Bild geht es einfach nur darum, da zu sein. Da zu sein auf eine selbstverständliche Art, die nichts in Frage stellt, die alles gelten lässt oder alles, was du bist. Wenn du es ansiehst, stellt es dich nicht in Frage. Es lässt dich eintreten. Es gibt dir Raum. Der Krieg findet ja nicht im Bild statt. Die Erfahrung, die du machst, darauf kommt's an. Da gibt's nichts zu verstehen. Man muss etwas wagen. Manchmal macht man sich lächerlich dabei, aber dann wiederum wagt man nur etwas, wenn man es wagt, sich lächerlich zu machen. You've seen the surface, pretty much the surface, but you feel what's beneath. You know it, don't you? Und auch das zu sagen ist nichts als lächerlich. Aus der Lächerlichkeitsfalle gibt es kein Heraus, es gibt nur... Und auf ein neues. Yeah.
Gutsbesitzer zu mir. So, Sie sind also nach K. gekommen, um etwas über diese Stadt zu malen. Haben Sie denn auch schon eine Vorstellung, was das sein könnte? Kann ich ein Exemplar in meinem Club hängen? Hielt ich einen Moment die Luft an und sage zu ihm, ja, ich denke, wahrscheinlich werde ich die Kaninchen abpinseln, die hier in einer schicken Gespensteroase durchs Gras hoppeln. Oder ich male den tollen Swimmingpool am Nachmittag mit den Gin-Tonic-nippenden Jungs davor und lasse es aussehen wie den verdammten Rocky, nur dass den Jungs ein Arm oder ein Bein oder ein Kopf fehlt, weil sie auf eine scheiß Mine getreten sind, bevor sie schwimmen lernen konnten. Ist es das, was ihnen vorschwebt? Er überlegte kurz und dann sagte er tatsächlich, aber in unserem Club gibt es keine Minenopfer. Und ich lachte, nicht laut los. Könnte ich die Berge malen? Vielleicht die Gebirge? Die Gebirgsmassive, über die wir stundenlang fliegen, an denen wir stundenlang vorüberfahren. Sprengfeuer. Ich wusste nicht, wie sich das vorstellen. Jetzt höre ich es nahe. Vermintes Gebiet. Rechts und links von der Straße. Steine rot, Steine weiß. Vermintes Gebiet, geräumtes Gebiet. Lehmgebäude mit weißen Zeichen abgehakt. Die Herdenbesitzer treiben ihr Vieh hinein, hinein und vorbei. Wenn die Sonne aufgeht, formen die Männer ihre Hände zu flachen Schalen, schöpfen das Licht damit und waschen sich das Gesicht. Dreimal, viermal, sie lassen das Wasser über ihr Gesicht laufen, heiliges Licht. Die Männer sind bewaffnet. In einer weiteren Nacht in K. träume ich von einem Mann, blond. Kurze, lockige Haare, nackter Oberkörper, der mit einem Tiger zusammenlebt auf einem großen, kahlen Areal, Betonplatz wie der Flughafen in K. In weiter Entfernung verläuft ein Zaun um das Gelände. Der Mann sieht nicht aus wie ein Krieger, nicht wie ein Soldat, und der Tiger ist ein Tiger. Es ist heiß. Am Himmel hängen Wolken, die Schatten fallen auf dem Beton. Zähmt er ihn? Zähmt er ihn? Ich beobachte beide, habe aber keine Gefühle dabei. Die Soldaten, die Patrouillen, der Staub, die Fettschwanzschafe und Tag und Nacht der Gestank nach Scheiße überall, wo du auch hingehst, der verlässt dich nie. Das Gefühl, immer dreckig zu sein, nicht genug Luft zu kriegen. Anfangs aufgewacht nachts, mir das T-Shirt aufgerissen, Angst zu ersticken, die Trockenheit, du trocknest langsam aus von innen. Vier Kinder sitzen auf der abschüssigen Straße daneben der Vater, alle in der Hocke, versuchen mit bloßen Händen, das spärliche Wasser aufzufangen, das hangabwärts läuft, als wären sie auf einen frischen Bergquell gestoßen. Weiter oben uriniert eine Ziege in das Rinnsal. Im Bazar feilschen zwei Frauen um ein Stück Teppich, Synthetik mit eingeprägten Muster. Ein Junge bietet Mandelkrokant an, auf einem Tablett zur Pyramide geschichtet. Eine Messerklinge. Das Geräusch der aufplatzenden Melone lässt alle herumfahren. Thank you.
Es riecht nach Desinfektionsmittel. Nach Sonnenbrand. Nach Blut. Nach Diesel. Ein Schwarm von Elektrogeneratoren. Gebrumm. Metalle. Hornissen hinter Sand, Sack, Barrikaden. Der Ventilator zerquält die Hitze. Jede paar Minuten schlägt die Barackentür hinter einem Stiefel und die Ärztin in ihrer Uniform beugt sich über mich. So, you have come to Kay to make some paintings. Don't breathe now. Langsam tropft die Infusion in meinen Arm. Don't breathe. Tage vergehen so. Wochen, Monde. Ohne zu atmen. Die Hitze sickert in die Körper. You get sick from breathing this air. Das ist es also. Und das ist noch nicht mal der Anfang. You've seen the surface, pretty much the surface, but you feel what's beneath. You know it, don't you? Ein Weiß. Schaffen. Das die eigene Angst reflektiert. Ein Weiß. Ohne Ausgang. Hell, blendend, unerträglich wie das senkrechte Sonnenlicht am Mittag. Ein Weiß, bei dessen Anblick man die Augen schließen muss. Und wenn man die geschlossen hat, wirkt das Licht unter, den Lidern fort und verursacht Kopfweh und man meint die Hitze zu riechen, die Hitze, bevor sie Lippen, Fleisch versenkt, bevor Haut verglüht, das Licht kurz bevor es explodiert. Erst ein paar Schritte hinter mir, dann langsam aufholend. Ich sehe sie aus dem Augenwinkel, sie ist höchstens 8 der Größe nach. Ein Mann geht neben ihr. Der Mann streckt die Hand aus, deutet auf das Mädchen. Er redet auf mich ein, leise, beharrlich. Ich sehe ihn an, das Mädchen. Geh weiter, erschrocken, versuche meinen Schrecken nicht merken zu lassen. Die beiden umkreisen mich. Teilen sich einer rechts, einer links und dann wieder beide auf einer Seite. Manchmal bleiben sie ein Stück zurück und immer wenn ich denke, sie sind fort, ist das hartnäckige Sprechen des Mannes an meinem Ohr, seine offene Hand vor mir. Ich könnte stehen bleiben. Wir könnten uns verständigen mit Zeichen, Augen, Händen, aber Scham treibt mich weiter.
Das Mädchen läuft jetzt dauerhaft an meine Seite. Sie wird nicht aufgeben. Sie lässt mich nie mehr los. Sie wird mich begleiten, wohin auch immer ich zu flüchten versuche. Und wann kommst du raus? Niemals, niemals, niemals mehr. Sie zupft an meinem Ärmel, am Ellbogen, ein kleiner, unerbittlich mich verfolgender Vogel und führt dann ihre Hand zum Mund, zum Gesicht, sodass ich ihr unwillkürlich jedes Mal hinterhersehe. Der Mann hat ihr das Kopftuch zurückgeschlagen. Ihre Arme sind entblößt, ihr Schädel ist kahl. Die Haut am Kopf, an beiden Armen ist verbrannt. Das Gesicht ist verbrannt. Die Haut ist dunkelrot, fast braun, ohne jeden Haarflaum und voller kleine Falten, als hätte man ihr die Haut eines Elefantenbabys übergezogen, die Wimpern abgesenkt. Und in ihrem offenen Mund kein einziger Zahn. Die sieht aus wie eine Greisin. Sie spricht nicht. Sie sieht mich unverwandt an. Sie hat hellbraune Augen. Und mit einem Finger deutet sie wieder und wieder und wieder in ihren aufgerissenen, zahnlosen Mund, aus dem sie eine aufgequollene Zunge mir entgegenstreckt. Schwarz und braun. Wenn die Mutlosigkeit zurückkommt, wenn die Angst mich einholt, der Wunsch, unsichtbar zu werden, verloren zu gehen in dem, was ich tue, ich schweigen könnte. An einem anderen Tag 20 Männer und eine Frau. Am Ende sind alle Männer fort und ich bin allein mit ihr. Während des Kriegs war sie im Exil. Sie hat 17 Romane geschrieben und eine Autobiografie. Nichts davon wurde gedruckt. Sie hat die Manuskripte versteckt. Sie ist 63 Jahre alt und spricht nur, wenn sie aufgefordert wird. Niemand will so ein Leben. Niemand will sich mit so einer identifizieren. So ein Leben will niemand, mit so einer will man sich nicht identifizieren. Keiner will das. Und ich auch nicht. Ich habe mit der da überhaupt nichts zu tun. Stumm. Ich will das nicht sein. Frage, 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 zum Schweigen verstümmelt. Ich will das nicht sein. In keinem anderen Leben. In einem Land ohne Worte. Ein Weiß. Schaffen. Quadrat, Fläche, Ebene. Das zu den Rändern hin unscharf ausläuft. Sich nicht klar abgrenzen will. Nicht abrupt enden. Ein Weiß. Aufgehalten wird von einer dünnen gelben Linie und am oberen Rand von einer etwas breiteren roten. Und beide Linien wären ganz und gar nicht gerade gezogen, sondern verliefen ein wenig zittrig, freihändig hineingesetzt in die Ausläufer weißer Farbe. Horizontal durch die Mitte ein schwarzer Strich, der nach oben und nach unten einen grauen Schatten wirft. Ich würde es nennen Mädchen mit Zunge und Haut und Feuer. Without
words. You've seen the surface, pretty much the surface, but you feel what's beneath. You know it, don't you? And listen to them. They're giggling, they're chatting, they're breathing loud. Die bemalten Hände, Ornamente in Rot auf den Innenflächen, den Oberseiten der Finger, schwarz umrandete Augen. Before we land in Paris, they go to the toilet, they put off everything. They take off their shawls and wigs and take off their clothes. They put on high heels and earrings, lipstick and make their nails. Flüstert mein Nachbar und streichelt meinen Arm, der nackt ist jetzt. And before we land in Paris, when they go out, they are very, very sick. Very, very sexy. Er schweigt. And you? You're stuck. Once you've been there, you're always one to get back. And stay. You stay. Der Maler, den ich am meisten bewundere, das ändert sich natürlich immer mal, aber der Maler, den ich am meisten bewundere, jetzt für immer, der hat sich. Er war am Ende sehr depressiv und wurde behandelt, aber ich glaube nicht, dass das der Grund war. Seine Bilder wurden düsterer, sagt man. Ich finde, das stimmt nicht. Er benutzte dunkle Farben, braun auf braun, schwarz auf braun. Das alles gehängt auf engstem Raum bei praktisch keinem Tageslicht und trotzdem die Bilder leuchten, die Farben leuchten, sie glühen von innen, ein Schwarz. Das von innen glüht, das muss man sich mal vorstellen. So als würde im finstersten Wald plötzlich ein Licht erscheinen. Ja, das ist kitschig, ich weiß. Er hat sich. Er hat sich eines Nachts die Pulsadern aufgeschnitten und ist verblutet. Ich glaube, er hatte keine Bilder mehr. Verstehen Sie? Once you've been there, you're stuck. And you're always one to get back. Jetzt bin ich draußen und sitze vor meinen Wänden.
Steh auf und schalte die Musik aus, damit endlich Ruhe herrscht und ich die Stille hören kann. Den Wind in der Wüste, das Heulen der Hunde nachts in den Straßen. Jetzt bin ich zurück und schaue auf das Fensterkreuz stundenlang, mache kein Licht und wenn es dunkel wird, gehe ich zu Bett. Irgendwann mit offenen Augen und warte, dass die Hitze sich auf mich legt. Und wenn man mich fragt, wie war's? Na, you're stuck, and you always want to get back. Das weiß, finde ich nicht. Alles, was ich finde, ist dunkelrot, braun, schwarz, braun, braun, schwarz, rot, Holz, Feuer, Asche, Wüste, Schritt, Explosion, Himmel, Blitz, Hölle! Ich wollte das Licht malen. Lehmhäuser rutschen den Abhang hinunter. Straßen sperren. Militär, Brandruinen. Ziegen suchen Futter im trockenen Flussbett zwischen Müll und Fäkalien. Eine verhüllte Frau erbettelt einen Geldschein und wird von einem Jungen am Schleier gezerrt. Er krallt sich in ihre Hand, will ihr das Geld wegnehmen. Sie schreit. Er schlägt zu, sie fällt, tritt nach ihm, der Schein zerreißt. Der Junge läuft mit einer Hälfte weg. Sie kauert auf der Erde unter den himmelblauen Plissé-Falten ihres Schleiers, die einen Fächer bilden, um sie herum eine gefächerte Haube. Ein Mensch mit einem Tuch. Eine Decke. Oder doch eher eine Katze, über die man den Sack schon gestülpt hat, arglistig. Sie ahnt alles und hält steckstill einen Atemzug noch, bevor man den Sack zubindet und sie zum Ertränken in den Fluss schlägt. Ich bewundere, was er gemalt hat, wie er es geschafft hat, sich zu befreien von allem. Bilder, Szenen, Ballast. Einer sagte über ihn, he was making an environment where your whole spirit becomes isolated. Ist es. Und dann, you just have to deal with it. You have to deal with yourself. Bedeutet mir nichts.
Aber wo bleibt der Schmerz? Und das Glück.